Moin Jungs, was geht? Willkommen! Ihr seht, Dortmund DFB-Pokal heute. Ich habe richtig Bock, gleich gegen KFC Uerdingen, werde ich mir auch live angucken, aber ich habe ein Paket bekommen. Ich zeige euch das. Dieses Paket habe ich bekommen und zwar von meinem guten Nick, der die wunderschönen Controller macht. Für Gamer, von Gamer. Ist natürlich unten alles verlinkt, was ihr wissen müsst. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe null Ahnung, so wahr ich hier sitze, was da drin ist. Ich habe es bekommen. Er sagte nur, mach die Kamera an und viel Spaß damit. Ich habe ihn die letzten Wochen relativ selten ans Telefon bekommen, weil er unglaublich viel für alle von euch gemacht hat. Ich habe die Aufträge gesehen, die Controller, die er gemacht hat, die Handyhüllen, die T-Shirts, alles Mögliche. Und habe mich schon ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Und jetzt habe ich dafür aber was bekommen. Und wir machen es mal gemeinsam auf. Ich bin immer so ein bisschen Legastheniker bei. Kommt auch nicht selten vor, dass ich mir bei sowas selbst irgendwo reinschneide. Ich bin eigentlich ein Fan davon, einfach alles aufzureißen, aber da ist so viel Tesafilm drum, das kriege ich niemals aufgerissen. 6,5 Stunden später. Okay, ich habe mir fast ein Auge ausgestochen. So, offen. Ihr wisst ja, ich habe hier immer noch meinen guten Brooklyn hier. Mein Schatz sozusagen. Da habe ich mir jetzt die Padlets mal abmachen lassen, weil ich mal was Neues probieren wollte. Und zwar gibt es anstatt die normalen Padlets, die ihr alle kennt, ich gucke mal, ob ich welche hier liegen habe. Perfekt. Also ihr kennt das hier ja wahrscheinlich. Diese ganz normalen Padlets, die Scuff Padlets, die kann man abmachen, anmachen ohne Probleme. Und ich wollte mal ausprobieren, ob es für meine Hände, weil ich große Hände habe als großer Mensch. Ihr wisst ja, was man über große Menschen mit großen Händen sagt. Genau, sie haben große Hände. Wollte ich mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich Scuff Padlets habe, die gebogen sind und zusammengehören. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Jetzt müsste ich eigentlich meine anderen Padlets wieder dran machen, aber anscheinend ist hier irgendwas drin, was das Ganze überflüssig macht. Mal gucken, ob Brooklyn Konkurrenz so zusammenbekommt. Und ich kann euch eins sagen, es ist eine Menge Müll. Das heißt, wenn ihr bei Nick was Neues bestellt, einen Controller, ihr könnt euren einschicken, ihr könnt einen neuen bestellen. Ihr kriegt als allererstes, wenn ihr was habt, eine Menge Müll. Obwohl es ganz geil ist, weil danach kannst du sicher sein, dass nichts kaputt geht. Und ich habe einen Liebesbrief, ihr seht das. Ich werde es mal vorlesen. Hey Cheppy, du musstest lange warten, aber es hatte seinen Grund. Ich musste einiges perfekt umsetzen, damit du jetzt dein Paket in den Händen halten kannst. Nun ist es langsam so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das soll ein kleiner Einblick auf das bringen, was noch kommen soll und wird. Ich hoffe, du und deine Community werden mit dem Paket Spaß haben. Ich habe aber noch einige Ideen, daher werden wir uns die Tage mal zusammensetzen. Dann können wir besprechen, was noch kommen soll für deinen Clan. Ihr wisst, neuer Clan, da kommen auch bald Infos. Cheppy, bis bald und viel Spaß beim Auspacken. Das, meine Freunde, ist der tollste Liebesbrief, den man haben kann, wenn man so ein leidenschaftlicher Gamer ist wie ich im Prinzip. Nick, erstmal ein Ich liebe dich. Ich liebe dich, wirklich. Ich habe ihn ja schon in Berlin kennengelernt, privat. Absolut cooler Typ. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren mit ihm. Habe so viele Nachrichten von euch schon gehört, von Moderatoren, von Abonnenten, von Supportern, von allen möglichen, die neue Scuff-Padlets bekommen haben, neue Skins, neue Controller, alles Mögliche. Und wer weiß, vielleicht überlege ich mir im Laufe des Videos heute nochmal, was wir aus diesem Brief hier und dem, was jetzt hier drin ist, machen. Aber ich will ja wissen, was da drin ist. Die kennt ihr, könnt ihr ins Auto machen theoretisch, könnt ihr euch irgendwo an der Wand machen, da könnt ihr euch eure Playstation mit bekleben. Die finde ich immer ganz cool. Bei mir kleben die mittlerweile in der ganzen Wohnung. Ich hoffe, dass mein Nachwuchs denen das nicht alles irgendwann abreißen wird. Und jetzt ist hier unglaublich viel drin. Das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Fangen wir einfach hiermit an. Sieht schon wieder aus wie ein Haufen Müll, aber ich bin mir sicher, da ist irgendwas drin. Der kleine Schlawiner. Wow. Mein Logo. Das habe ich jetzt schon ein halbes Jahr, das werde ich auch die nächsten Jahre behalten, weil im Prinzip ist es genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte immer meine Initialen haben, dazu meinen Namen und das Ganze als Flamme, weil das einfach zum Namen perfekt passt. Und ihr seht, wo ist die Mitte? Da ist die Mitte. Nagelneue Tasse, Leute. Könnt ihr jetzt im Shop bei uns kaufen, kostet nur 69,99 plus 18 € Versand. Geil auf jeden Fall.
Perfekt für die Arbeit vor allen Dingen. Ihr seht, ihr kriegt nicht nur Müll, ihr kriegt auch mal was richtig Gutes. Dann nehmen wir das nächste, was wir haben. Wieder kein Müll. Wow. Wow. Das ist geil. Eine schwarze Tasse, Leute. Erstmal hier, ganz normal. Und jetzt guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob wir das auf die Kamera groß bekommen. Schepperfeuer. Mein Gamertag auf meinem eigenen Merch. Direkt aus Deutschland. Absolut geil. Die Schriftart ist auch mega. Sehr geil, Leute. Wirklich geil. Ich habe ja mit vielem gerechnet, aber tatsächlich hatte ich keine Ahnung, was es sein wird. Aber wir haben noch mehr. Dranbleiben. Ihr seht wieder, es sieht aus wie Müll. Ich weiß aber nach den letzten beiden Paketen, es ist kein Müll. Es ist wieder irgendwas. Für Milchkaffee. Ihr wisst ja mein Motto, auch wenn man damit immer mal aneckt oder so, besser als der Rest. Wenn ihr das von euch selber haltet, kann ich euch sagen, macht ihr nicht viel falsch dabei. Und dazu das Ganze mit meinem Logo nochmal. Sehr, sehr geil. Richtig schön verarbeitet. Ist auch nicht einfach nur draufgeklebt oder so. Ich weiß nicht, ob das eingraviert ist, aber es geht auf jeden Fall nicht ab. Mega geil, Nick. Mega geil, so, so cool. Ihr seht, wir haben hier richtige Auswahl im Prinzip. Oh, wartet, ich bin Bewegungslegastheniker, ich habe es ja schon mal gesagt. Hier ist noch viel mehr drin. Ach, ein Beutel ist das. Ich habe mich schon gefragt, guckt euch die Schriftart an. Mega geil. Das heißt, wenn ihr mal zum Sport geht, zu McFit oder so, vielleicht wollt ihr ja gerne, dass Schepperfeuer draufsteht. Ich bin zu blöd, das richtig rumzuhalten. Vielleicht habt ihr aber auch mehr Lust, dass da was anderes draufsteht. Da könnt ihr alles drauf machen, was ihr wollt. Mega geil. Ey, ist heute Weihnachten, Leute, ne? Heute ist wirklich Weihnachten. Dieser ganze Karton ist einfach voll. Sehr geil. Das ist genau das, was ich eigentlich schon lange wollte und irgendwie nie richtig hingekriegt habe. Und ich habe immer gedacht, mit Nick kann ich das zusammen machen, weil das der vertrauenswürdigste Mensch der Welt ist. Aber ich habe immer nicht gewusst, wann ich das mit ihm machen soll, weil natürlich auch mit Zeit und Arbeit und allem. Jetzt habe ich endlich mein eigenes Shirt hier. Und deshalb, Freunde, haben wir das Ganze auch einfach gleich, wie ihr seht, getauscht. Ich habe mir gleich ein neues angezogen. Absolut geil. So meinen eigenen YouTube-Namen auf meinem T-Shirt, auch für Kleine bestimmt ganz geil, wenn da so der Clan-Name und der Gamertag drunter steht. Wirklich geil. Ey, dieser Karton ist absolut groß, aber es ist einfach absolut viel drin. Wir haben hier noch was. Ihr könnt sehen. Mega cool, ey. Und das Ganze gibt es natürlich auch in schwarz noch einmal. Mein Spotlight, was ich hier habe von Amazon, da habe ich übrigens einen Twitter-Post gemacht, weil ganz viele gefragt haben, was sie sich kaufen sollen, weil die Kamera bei denen nicht so gut aussieht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, am meisten Sinn macht es tatsächlich, wenn ihr euch einfach ein Spotlight kauft bei Amazon, kostet 30 Euro ungefähr. Das ist viel, viel besser als eine neue Kamera, weil das größte Problem, was die meisten Webcams haben, ist nicht, dass die Auflösung schlecht ist, sondern dass die Lichtverhältnisse nicht gut sind. Deshalb, genial. Absolut, hier ist, ich habe zwei ein Jahresvorrat. Wahnsinn, oder? Nick, vielen, vielen Dank. Heftig. Ich habe schon gedacht, weil er jetzt so viel zu tun hat mit euch, also mit euch, mit allen von euch, jeder, der sich einen neuen Controller hat machen lassen für Black Ops 4, zum Scuffen, zum Springen, zum Schwitzen, dass ich jetzt im Prinzip außen vor bin, aber ich denke, das erklärt auf jeden Fall, warum so viel zu tun war in letzter Zeit. Jetzt haben wir tatsächlich die Kaffeetassen für zu Hause, für die Arbeit. Wir haben die Shirts in verschiedenen Farben, in verschiedenen Mustern, verschiedene Schriftarten. Das Dortmund-Shirt ist schon in die Ecke geflogen, ihr seht hier. Und jetzt haben wir noch etwas Neues. Wie gesagt, ich schwör's euch, ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ob das jetzt neue Einzelteile sind, dass ich mir vielleicht wieder was zusammenschrauben kann. Aber eigentlich kriege ich immer alles fertig. Ich habe auch nichts bestellt oder so. Ich bin zu blöd, den Karton aufzumachen. Aber ich werde es... Okay, ich habe den Karton kaputt gemacht. Ich
hoffe, Nick, du verzeihst mir das. Ich weiß, dass die Kartons dir heilig sind. Ich kann nichts erkennen. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich denke, jeder von euch weiß, dass ich die auch habe. Abnehmbare Thumbsticks. Diesmal in durchsichtig sogar. Ich habe sie immer in durchsichtig gewünscht. Ich habe sie bisher in gelb gehabt. Ihr seht, ganz normale Thumbsticks bei mir, aber etwas länger als die normalen. Und ihr kennt das, ihr sprintet andauernd und eine der beiden Tasten geht irgendwann nicht mehr. Und was ihr hiermit machen könnt, ihr macht sie einfach ab. Genauso wie ihr die unteren einfach abmachen könnt. Und wenn ihr dann eure abgenutzt habt, nach einem Jahr oder einem halben Jahr, macht ihr sie einfach wieder, ich muss mal über Kopf denken. So, macht ihr sie wieder ran und ist wie neu. Und ich weiß nicht, bei wie viel Controller ich gesehen habe, dass die hier vorne einfach kaputt gegangen sind, weil man einfach zu oft gesprintet hat, reingedrückt hat. Ich habe in 5-6 Jahren Zocken bestimmt 5 Controller damit vernichtet, bis ich zu Nick kam. Und der sagte, ich mache dir deine Thumbsticks ab, das scheiß Gummi kommt weg, das machen wir aus Hartplastik, das hält länger. Und wenn das Hartplastik kaputt ist, kriegst du neue. Und jetzt habe ich die tatsächlich, die gibt es natürlich in verschiedenen Farben, jetzt habe ich sie sogar tatsächlich in durchsichtig. Da ist noch mehr drin, ne? Ein nagelneuer Controller, Leute. Ein nagelneuer. Habe ich noch nie gesehen. Das erste Mal. Ich schwöre es euch. Nagelneu. Mein Logo oben drauf. Wenn ihr jetzt nicht Bock auf meins habt, könnt ihr natürlich auch jedes andere drauf machen lassen. Besser als der Rest. Einer der Leitsprüche. Weiß ich, ob man es so erkennen kann. Besser als der Rest. Einer meiner Leitsprüche, seitdem ich im Prinzip denken kann. Weil ich schon immer der Auffassung war, wenn man irgendwas gut machen möchte, muss man es besser machen als die meisten anderen. Und weil Brooklyn jetzt schon sehr, sehr lange bei mir war und schon sehr viel abbekommen hat. In Gedenken an Brooklyn. Wahnsinn. Ich habe mein Logo sogar auf der PlayStation-Taste. Guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wahrscheinlich zu pixelig, versuch's trotzdem. Unglaublich geil. Und sehe ich jetzt erst. Obendrauf ist Brooklyn einmal. Wahnsinn. Als ich vor anderthalb Jahren mit Nick anfing, meinen ersten Controller umbauen zu lassen, habe ich gedacht, okay, cooler Typ, faire Preise, es läuft alles ehrlich und fair. Aber ich habe halt niemals damit gerechnet, dass wir mal so eine mehr als erfolgreiche Partnerschaft eingehen werden. Und absolut genial. Ich bin immer schon Gegner gewesen von diesen Scuf Impact Dingern für 240 Euro. Wenn da was kaputt geht, steht man da, man kann da nichts austauschen, kein gar nichts. Und mit Nick habe ich halt wirklich die Alternative schlechthin gefunden. Und muss euch ganz ehrlich sagen, unglaublich. Mega geil. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas ist, was ich vergessen habe. Noch ein paar Sticker. Die lasse ich jetzt mal kurz hier drinnen, weil dann muss ich gleich den ganzen Kram wieder raussammeln. Ich habe nagelneue Thumbsticks, die ich hier auch gleich drauf mache. Das Ganze leuchtet noch. Ich muss in Ruhe gucken, welche ich haben möchte, ob groß oder klein. Ich weiß es gerade noch gar nicht. Entscheide mich kurzfristig. Und dann bin ich gespannt, wie ich damit zocken kann. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr was Geiles haben wollt für euren Clan, für euch, für die Arbeit, für zu Hause, neuen Controller, ihr könnt auch euren Controller einschicken, ihr könnt einen nagelneuen Controller bekommen. Lasst euch Skins drauf machen, Thumbsticks, Trigger Stops, Grip, was immer ihr wollt. Einfach mal unten auf den Link klicken, Instagram, Facebook, Homepage, alles möglich. Nick, ich werde jetzt den Süßen hier laden und für euch, Leute, wenn ihr jetzt so lange dran geblieben seid, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und
Schreibt mal in die Kommentare, was für einen Namen wir für den Süßen hier haben. Ihr wisst, Brooklyn hat mich jahrelang stolz gemacht, aber jede Zeit ist irgendwann vorbei und jetzt gibt es die Option. Das heißt, ihr entscheidet, gebt dem Guten hier einen Namen. Ich bin gespannt, der beste Name kriegt einen Gutschein für Nick. Ich bin raus, Leute. Haut rein.